Beatrice schmeißt eine Party und möchte für 16 Freunde Pizza bestellen. 16 Freunde sind also hier. Die Pizzen werden in 12 Stücke geschnitten. 12 Stücke pro Pizza. Und Beatrice möchte, dass jeder Gast 4 Stücke isst. Also 4 Stücke pro Gast sollen gegessen werden. Wenn Beatrice jetzt 7 Pizzen bestellt, 7 Pizzen will sie bestellen, wie viele Stücken werden übrig bleiben, nachdem jeder Gast 4 Stücke gegessen hat? Zunächst mal eine ganze Menge Informationen stecken in dieser Textaufgabe. Wie könnten wir das Ganze jetzt ausrechnen? Ich möchte, dass du mal das Video pausierst und dir das bitte erstmal selber überlegst. Ich habe mir überlegt, wir rechnen zunächst mal aus, wie viele Pizzastücke insgesamt bestellt werden. Und dann rechnen wir aus, wie viele Stücke gegessen werden. Und dann müssten wir eigentlich wissen, wie viele übrig bleiben. Also, wie viele Pizzastücke werden denn überhaupt bestellt? Wir wissen ja, dass Beatrice 7 Pizzen bestellt. Also, wir haben hier diese sieben Pizzen. Und wir wissen, dass jede Pizza in 12 Stücke geschnitten wird. Und was wir jetzt einfach machen, wir multiplizieren diese 7 mal 12. Also diese 12, das sind die Stücke pro Pizza. Du wunderst dich jetzt vielleicht über diese Raute. Das ist einfach ein Zeichen für Anzahl. Steht für Anzahl. Und das kennst du ja schon mit deinem großen 1x1. 7 mal 12 ergibt 84 Stücke, hat sie bestellt. Also 7 Pizzen. Jede Pizza wird in 12 Stücke geschnitten, ergibt insgesamt 84 Stücke. Wie viele werden denn eigentlich jetzt gegessen? Wir wissen ja, dass sie 16 Freunde hat. 16 Freunde. Und wir wissen, dass jeder soll 4 Stücke essen. Wir rechnen hier 16 mal 4. Und die 4, das ist eben die Anzahl der Stücke, die jeder essen soll, oder Anzahl der Stücke pro Freund. Und jetzt schaust du wieder in dein 1x1, in ein großes 1x1 in dem Fall. Und du siehst, 16 mal 4 ergibt 64 Stücke gegessen. Und 84 Stücke waren ja bestellt. Und um zur Lösung zu kommen, subtrahieren wir die Anzahl der Stücke, die gegessen werden, von denen, die bestellt worden sind. Und 84 minus 64 ergibt 20 Stücke Pizza sind übrig. Und wir sind fertig.